Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Starlight Drive-In. Nach unserem Kampf hier mit der Dekontaminierungskammer in den letzten Folgen, ja, werden wir uns jetzt hier an unsere Maschinen ein wenig machen. Eigentlich sollte die Schaufensterdekoration dran, aber wenn die Maschine jetzt einmal durchgelaufen ist, das heißt, wenn wir hier in der Kochstation einmal keine Sachen mehr haben, haben wir nicht mehr. Dann laufen wir jetzt einmal rum, sammeln alles auf, was runtergefallen ist. Das ist der Anfang. Das wird nachher natürlich alles einfacher. Und schmeißen das nochmal rein, lassen weiter durchlaufen nochmal und werden dann vielleicht noch in dieser Folge anfangen können mit der Dekoration. So, fahren wir mal schön hier entlang und gucken. Hier ist doch gar nichts runtergefallen. Bis hierhin war alles in Ordnung. Halt, wir kommen an der Treppe hier. Wir sind zu groß, wir kommen hier nicht durch. Ah, wir kommen weder vor noch zurück. Okay, hier ist nichts runtergefallen. Hier haben wir, ja, das Skelett. Das passt schon auf, dass hier nichts runterfällt. Und hier ist auch nichts runtergefallen. Das wundert mich jetzt ein wenig. Also bis hierhin war alles in Ordnung. Ich dachte hier in den Kurven, da wäre so viel runtergefallen. Na gut, manchmal denkt man auch nur, dass man denkt. Und das Denken der Gedanken ist... Ihr kennt das. Okay, hier ist einiges passiert. Das ist der Zuführtrichter, der automatische. Der macht hier scheinbar Probleme. Hier drin hängt eine Blume. Und warum macht der Probleme? Ja gut, warum? Wahrscheinlich, weil das zu schnell eingestellt ist oder mit zu viel Kraft da alles raussaugt. Und wir sammeln, wie gesagt, jetzt alles ein, was wir einsammeln können, wenn wir hier mal rüberkommen. Haha, schaffen wir doch. Ja, man sieht, es sind unterschiedliche Sachen hier auf dem Boden gelandet, was ich auch nicht ganz verstehe. Das müssen wir mal gucken. Warum liegen da oben Kronenkorken? Wie sind die da hingekommen? Ach so, von hier runter. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, okay, über Sinn, man kann sich Gedanken jetzt machen über Sinn und Unsinn solcher Maschinen, aber ich sag mal, die Leute, die jetzt die älteren Folgen auch verfolgt haben, die haben mitbekommen schon, dass ich von Anfang an immer ein schönes Sortiersystem hatte. Ich weiß, man kann alles in die Werkstatt reinschmeißen und dann in der ellenlangen Liste stundenlang suchen, bis man endlich mal ein Teil gefunden hat, das man haben will. Wir haben von Anfang an immer versucht, eine Sortierung, eine Ordnung einzuhalten, damit wir halt nicht so lange suchen müssen, wenn wir nur mal kurz ein Wasser haben wollen oder irgendwas. Und damit wir vor allem auch einen kleinen Vorrat haben für den Notfall. Und der kam uns ja schon bei einigen DLCs, sage ich mal zum Beispiel, oder größeren, längeren Reisen, wenn wir irgendwo hin wollten, auf jeden Fall zugute, dieser Vorrat. Und da konnten wir uns immer bedienen und konnten sagen, ja, wir haben im Kühlschrank noch Wasser genug. Wow, das ist gar nicht schlecht. Mit den Kronkorken, ja. Und von daher macht es für mich auf jeden Fall Sinn, so etwas zu basteln hier. Denn, ja, ich bin abgegangen davon, weil die Sachen, das wurde einfach zu viel, was man eingesammelt hat im Laufe der Zeit, bis man da mal wieder eine Sortierfolge gemacht hat, die am Anfang ja nur 15 Minuten gedauert hat, die sich zum Schluss dann aber wirklich auf über eine Stunde aufgebläht hat, also... Eine Stunde nur sortieren, das ist selbst für mich, ist das so schon anstrengend. Und jetzt durch diese ganzen Maschinen, die man hier hat, die einen die Arbeit da erleichtern und abnehmen, da fällt das ja alles weg. Also es ist bis jetzt, also ich kann nicht sagen der Beste, weil die sind alle gut, die DLCs. Ich finde auf jeden Fall ein großartiger DLC. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier erzähle jetzt. Das hat, glaube ich, schon jeder mitbekommen, dass ich begeistert bin hiervon. Der Contraptions DLC. Und, ja gut, die Bälle, die schaffen es nicht ganz hier. Ja, irgendwann wären die auch, hätten die sich da auch noch rausgekullert. Ja, auf jeden Fall eine großartige Sache. Über Sinn und Unsinn braucht man sich gar keine Gedanken zu machen, denn man... kennt das doch, Dominosteine oder mit Lego irgendetwas bauen. Also die Älteren unter euch, das sollte Lego noch ein Begriff sein.
Das gab es nämlich früher. Wir hatten keine Handys oder so. Wir mussten uns unsere Telefone, ja, daran haben wir gar nicht gedacht, so Funkgeräte. Ja, das war ganz modern. Hatten wir auch manchmal, aber aus Lego bauen und dann so tun, als ob. Und ja, so war das früher. Liebe Welt da draußen. Was rede ich hier eigentlich? Der Erklärbär. Ich komme nicht mehr raus jetzt. Ja, und wer das kennt, der wird, denke ich, das hier gar nicht groß hinterfragen müssen. Den Sinn oder Unsinn. Und die andere Frage ist, macht überhaupt irgendwas Sinn? Okay, es macht Sinn, Musik zu machen, eine Fremdsprache zu lernen. Sowas macht Sinn, damit kann man auch was anfangen. Aber ja, Spaß macht auch Sinn. Also von daher macht doch vieles wieder Sinn. Drogen nehmen macht Spaß, also dann manchmal. Wenn man aber dann nachher einen Affen schiebt, dann auch nicht mehr. Dann macht das auch keinen Sinn alles. Und da, ach, was rede ich eigentlich für ein Quatsch? Ich rede mir ja was zusammen. Ja, ich bin auch immer noch so ein bisschen von gestern. So, das hat mir auch ein bisschen lange gedauert alles. Und ich bin ja jetzt überzeugt davon, dass ich demnächst besser früher aufhöre und die folgenden Folgen, liebe Welt da draußen, für euch dann am nächsten Tag frisch konzentriert aufnehme. Und eben, ja, mir sitzt der Schock noch im Nacken. Wie gesagt, Bier gab es auch nicht gestern, also habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, es hat einfach nicht geschmeckt. Wenn man nicht gut drauf ist, dann soll man auch sowas nicht machen. So, genug hier rumgesabbelt, denke ich mal. Jetzt kommen wir hier mal wieder schön in die Materie rein. Und man sieht, wir haben hier ein kleines Problemchen. Aber das ist nur, halte ich nur für ein kleines. Ja, wir bräuchten hier noch irgendwie ein... Okay, dann lagern wir es halt ein. Wir kommen hier schlecht ran an dieser Stelle. Oder sollte man irgendwie sich... an der Stelle vielleicht doch mal Gedanken machen, ob man das hier doch höher legt. Dann könnte man ja hier runter gehen. Das wäre vielleicht sinnvoller, damit man hier wenigstens drankommt. Ich meine, es war schön, man konnte hier einfach so rübergehen über das Fließband, aber es nutzt ja alles nichts, wenn wir nicht mal an die Sachen hier rankommen. Der gute Dünger, der da lag, oder was das war jetzt. Und hier drunter hat sich auch irgendwas... Was ist mit dem Blutblatt? So. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht über die ganzen, deswegen sage ich das jetzt auch, über die vielen, vielen, ich lese ja auch viel in Foren und wie andere das so sehen, bekommt man dann mit. Also eigentlich gucke ich nur immer, was Neues gibt, was der neue Patch bringt und so, damit ich darüber auch ein bisschen Bescheid weiß und das dann zeigen kann. Und da liest man dann natürlich auch dann automatisch, also ich bin so, da lese ich dann auch automatisch mal unten die Kommentare mir durch. Und da bin ich wirklich, ich verstehe das überhaupt. Ja doch, ich kann es verstehen, dass die Leute dermaßen schlecht hier über das Ganze sprechen, weil ich finde, bis jetzt, also kaum was, für mich gab es kaum was Besseres als jetzt das, was hier so alles geleistet wurde von Bethesda. Und ich meine, ich werde nicht bezahlt dafür oder so, das ist meine Meinung. Und ja, in unserem, wir haben ja hier Meinungsfreiheit manchmal. Oh, 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 lass das die Lehrer nicht hören. Oder, ja, also ich verstehe einfach nicht, was da schief läuft bei den Leuten. Also, es ist doch genau das, worauf man gewartet hat, oder? Es ist mehr als das, worauf man gewartet hat. Also, es ist eigentlich sehr viel mehr. Und sehr viel mehr hat auch nie irgendwer versprochen. Und was ich da manchmal lese, ich will das jetzt gar nicht hier... sagen, was ich da lese. Ich will es am liebsten vergessen. So viel Bier kann ich gar nicht trinken, um das zu vergessen. Ha! Und warum passt das nicht? Das passt doch. Ja, auf jeden Fall. Ja, bitteschön. Ist ja eine Meinung. Und ich kann verstehen, dass die Leute gefrustet sind, wenn sie nicht das bekommen, was sie erwarten. Aber da können sie doch da jemand anders nicht die Schuld geben. Also... Kritik, mit Kritik ist das doch sowieso so. Wenn einer so angefressen ist, dann schreibt er eine Kritik. Wenn einer zufrieden ist, dann schreibt er in der Regel auch nicht. Also, was liest man die ganze Zeit? Schlechte Kritiken, ist doch logisch. Das ist genau das gleiche wie in der Psychologie. Wenn da mal irgendwo jemand ausbricht aus einer Psychiatrie oder
wenn da irgendwas mal schief läuft, ich sag mal, bei irgendwelchen Gewaltverbrechern oder wie, ist kein schönes Thema, ich weiß, aber wenn da mal was ist, dann steht's doch fett in jeder Zeitung. Es steht ja nicht in jeder Zeitung fett, es sei denn, es sind Fachzeitschriften, da kann man dann die Statistiken nachsehen und so weiter, da weiß man dann eher schon Bescheid, aber für die Öffentlichkeit steht, also für die Normalsterblichen, sage ich mal, steht doch da in der Zeitung nur, da ist schon wieder was passiert. Ja, schon wieder was passiert. Es steht aber nicht drin, weiß nicht, 100.000 Mal ging es gut und einmal ging es schlecht. Ja, es gibt immer schwarze Schafe, oder? Und das ist hier genau das Gleiche. Also es schreibt keiner, jo, ich finde das genial. Schon gar nicht, wenn er vorher 20 Leute geschrieben haben, ich finde es scheiße. Ich finde es nicht gut, Entschuldigung. Dann schreibt ja, das ist eben so. Das braucht einen dann auch gar nicht zu wundern. Und ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich glaube, jetzt habe ich Bethesda hier aber richtig den Bauch mal gepinselt. Also das kriegen die sowieso nie mit. Wahrscheinlich werden die mich hier noch verklagen, weil ich doch die ganze Zeit hier alles zeige, wie das geht und so. Oder wie es nicht geht in meinem Fall. Na, egal, aber. Ja, bis jetzt. Ich habe da schon einiges gelesen über nicht Bethesda, aber über andere Firmen, die da schon gegen YouTuber, gegen Let's Player vorgegangen sind. Davon habe ich, sehe mich nicht so groß als Let's Player. Ich mache das hier aus Spaß und nicht, weil ich da jetzt groß mein Leben lang irgendwelche Spiele sprachdokumentieren werde. Ja, ich werde weitermachen, weil mir das jetzt auch wieder Spaß macht. Klar, so ist es nicht gemeint, aber das ist eigentlich nicht der springende. Also ich mache das nicht jetzt, um Let's Player genannt zu werden oder sowas. Ich weiß nicht, das kommt dann, der Name kommt dann wahrscheinlich irgendwann mal mit. Ich meine, jetzt mit Sicherheit noch nicht, mit einem Ding, was ich hier mache. Aber irgendwann vielleicht kann man dann doch mal sagen, man hat einen Namen dafür. Bis jetzt, wenn mich einer fragt, dann sage ich immer noch was anderes. Es ist halt Spaß. Es ist Spaß und was anderes kann ich nicht machen. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Über die ganzen Negativkritiken. Ja, ich denke auch vielleicht, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufdröselt, was da alles los ist, weil es steckt an. Das ist bei Menschen, egal was passiert, es ist immer ansteckend auch. Ja, erst sagt einer, oh, das finde ich voll scheiße. Dann sagt der Nächste, oh, ich finde es aber gut. Der Übernächste sagt, ich finde es auch scheiße. Und irgendwann sagt der in der Mitte, der noch gesagt hat vorher, ich finde es gut, der sagt dann, irgendwann lässt er sich anstecken und sagt, ja, irgendwo hast du recht und na gut. Entweder hört er dann auf, darüber nachzudenken, oder er macht dann nicht weiter. Okay, das sind immer Sachen, die funktionieren auf die Masse gesehen. Ja, das ist immer so bei vielen Sachen, ist es so, gerade statistischen Sachen. Es gibt immer Ausreißer, aber im Großen und Ganzen, darüber redet man ja, dann, wenn man über sowas redet. Mein Gott, darf ich das überhaupt hier? Ich werde es nachher in den Kommentaren lesen oder sehen an der Abonnentenzahl, die dann schwindet, die dann schrumpft. Aber ja, ich höre jetzt auf damit. Ich sag nur noch mal zum Abschluss, geile Sache hier. Auf jeden Fall eine geniale Sache, was wir da bekommen haben. So, und jetzt kriege ich mich mal wieder ein. Punkt. Ja, wie man sieht, ist hier einiges daneben gegangen und das passiert scheinbar immer hier bei diesen Zuführtrichtern. Also größtenteils, wir hatten ja auch zwischendurch noch woanders etwas gefunden. Aber sehr viel passiert hier eben bei diesen großen Zuführtrichtern, dass da halt was daneben geht. Ich glaube, die Zeta-Pistole, die heben wir jetzt schon zum dritten Mal auf. Aber die Pistolen, gerade die Waffen, scheinen hier Probleme zu machen. Ja, das wird man, denke ich, noch irgendwie ausmerzen können, indem man hier die Kraft der Förderbänder, die Geschwindigkeit oder was auch immer nochmal anpasst. Ich glaube, dafür würde uns vom B-Tester die Geschwindigkeitssteuerung der Förderbänder gegeben. Zum Beispiel. Ja, das ist noch lange jetzt nicht gegessen hier. Ja, also ich wundere mich, die ganzen Bälle, also mit Bällen, mit Kugeln und so, da haben es die Förderbänder nicht. Da kann man bestimmt irgendwas Schlaues draus machen. Wenn man die mal irgendwie auch an so ein Logikgatter anschließt oder so, dann kann man sagen, ja, die ganzen Kugeln, die machen, da passiert jetzt was anderes. Da öffnet sich jetzt irgendwie eine Schranke oder irgendwas geht jetzt auf. Wir haben doch auch noch ganz andere Sachen, die man hier kombinieren kann. Und da kann man doch schön irgendwie sich was einfallen lassen.
Da ist natürlich Kreativität noch mehr gefragt als sonst. Und ja, wenn wir eines alle gemeinsam haben, dann ist es Kreativität. War das jetzt richtig? Der eine mehr oder weniger? Ja, das ist klar. Der eine lebt sie aus, der andere nicht. Aber ohne Kreativität wird doch überhaupt nichts klappen. So, aber wie ich schon sagte, wir wollen jetzt ganz in das Ding hier eintauchen. Machen wir doch schon die ganze Zeit, was erzähle ich? Ja, es ist hier laut. Ich habe meinen Lautsprecher, meinen Kopfhörer extra lauter gestellt, damit ich das auch merke. Ich habe bei manchen alten Aufnahmen gesehen, dass wenn ich neben irgendwelchen Maschinen stehe, also hier noch nicht, vor dem Contraptions, ach, ganz alte Aufnahmen noch, da habe ich das mitbekommen, dass man da, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Waffen oder was gemacht habe, an der Waffenwerkbank oder an der Rüstungswerkbank, das war ziemlich laut. Das liegt daran, dass ich ein eigentlich recht gutes Gehör habe und meine Lautsprecher nie sehr laut schalte. Dadurch ist es dann aber passiert, wie ich sagen wollte, dass eben oftmals die Sprache auch bei der Aufnahme nicht verstanden wurde, weil die Maschinen einfach zu laut waren. Und ich habe das jetzt gelöst, das Problem, indem ich eben die Lautsprecher und Kopfhörer ja, lauter geschaltet habe. Auch eine Form von Kreativität, oder? Und schon merke ich, wenn ich selber meine Stimme hier nicht mehr höre, wenn ich an den Maschinen vorbeigehe, dann muss ich auch etwas lauter sprechen, damit ich dann die Stimme auch wieder höre und damit die Stimme dann logischerweise irgendwann mal irgendwie auch bei der Aufnahme zu hören ist. So. Ich sage oft so in letzter Zeit, oder? Ich hatte doch früher in den Folgen auch schon öfter so Wörter, die mir da untergekommen sind, bei denen ich dann mal spaßeshalber gesagt habe, so, jetzt gucken wir mal, so. Ja, aber diesmal hat's gepasst. Ja, jetzt gucken wir mal, wie lange brauche ich denn, um mir das abzugewöhnen? Und ja, so bei den Aufnahmen klappt das, meine ich, so recht gut. Also für mich, muss ich sagen, gar nicht so schlecht. Vielleicht ein Lernturbo, diese Aufnahmen. Wir müssen natürlich noch alle Förderbänder ein wenig ablaufen und gucken, ob hier irgendwo noch was schief gegangen ist, ob irgendwo was rumliegt, was nicht rumliegen sollte. Und auch nochmal bei der Gelegenheit kontrollieren, ob überall Saft drauf ist, ob die alle mit Energie versorgt sind, aber nur so stichprobenartig, das reicht. Aber hier ist ja alles in Ordnung auf dieser Etage. Ja, und durch die Treppen müssen wir jetzt nicht unbedingt immer den Aufzug nehmen. Das ist eine schöne Sache mit dem Aufzug. Aber was machen wir, wenn mal der Strom ausfällt zum Beispiel? Gott bewahre. Beton. Die Bälle hier. Oh nein, was ist das denn? Ja, die schaffen es hier nie runter. Wir helfen ihnen mal. Oh. Ja, aber das ist doch logisch, dass das mit den Bällen nicht klappt. Die drehen sich in eine Richtung, das Förderband hier in die andere. Und schon? Haben Sie ein Problem? Die Bällchen, die kleinen Bällchen. Ja, ist doch so weiter. Unten hängt was im Aufzug. Oh, Gold und Stahl und sowas. Das war's. Der Aufzug ist wieder befreit. Kann er wieder fließen. Ich glaube nämlich, diesen Aufzug, den benutzen wir gar nicht so oft, oder? Ist das nicht der für die Produktion hier eigentlich? Oh. Das haben wir aber auch geschickt gebaut hier, mit dem Brett da durch, der hält das Brett fängt doch alles auf. Ah, gehen wir nochmal nach oben. Ja, und vielleicht sollten wir hier auch mal ein bisschen was rausnehmen aus der Produktionsmaschine. Nuka Sherry, der Steve Boy, das hat mit Sicherheit hier drin nichts zu suchen, das Red Kakerlakenfleisch auch nicht. Beutel mit Dünger und Superkleber weiß ich jetzt gar nicht.
Was ist denn das hier? Baumaschine? Ich glaube, da brauchen wir Stoff und sowas. Asbest. Wahrscheinlich das alles brauchen wir wahrscheinlich hiervon gar nicht. Ach, nehmen wir doch mal alles raus hier, was soll der Geiz? Also was man hier braucht, Kleber, das ist richtig. Kork bin ich mir gar nicht so sicher. Denn sonst wird das hier jedes Mal... Nein, hier eingelagert. Aber wofür? Ja, das nehmen wir mal alles raus. Wenn wir hier was produzieren wollen mal, im großen Stile, dann werden wir ja schon hier den externen Produktionsbereich nutzen. Und da werden wir ja nicht diesen... das Zeug, was jetzt zufällig hier reingefallen ist, durch unseren Testlauf. Ja, hier auch nochmal Automatik, Webstuhl. Ja genau, hier dürfte eigentlich nur Stoff und sowas, Leder oder so drin sein, aber ja, das war ja im Testlauf. Da ist ja hier einiges unter die Förderbänder überall durchgegangen und von daher... Also wir haben da einiges reingeschmissen und es ist nichts rausgekommen. Also hatten wir nicht die richtigen Komponenten. Aber das macht ja auch nichts. Ja, was vielleicht wichtiger ist, dass wir die Sortierer dann auch befüllen. Aber ich möchte ganz gerne noch einmal alles durchlaufen lassen, was wir jetzt eingesammelt haben. Allerdings möchte ich das jetzt weniger über den langen, langen Weg machen. Es wäre mir ganz lieb, wenn wir das hier über den kürzeren Weg machen, also hier das einführen. Wir haben aber noch eine Etage vergessen und ein Kissen. Oh, wie schön. Und da können wir doch mal ganz oben gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Na, hier in der dritten waren wir doch. Da unten liegt noch Glas. Kristall, ja. Und ich kann es echt kaum erwarten, bis wir wieder mal unten den Endsortierer ausleeren und dann die Sachen hier verteilen auf all unsere Sortierer hier oben. Ein bisschen düster die Ecke hier, was? Chinesisches Offiziersschwert, ja. Aha. Ja, die Kissen, naja. Vielleicht waren das noch Siedler, die da abgelegt haben. Vielleicht wollten sie hier schlafen gehen. Schön im Surren der Maschinen. So, die Etage ist auf jeden Fall jetzt doppelt geprüft sogar. Die letzte Etage. Hier dürfte aber auch nicht viel passiert sein. Ich denke, das ist sogar die Etage, die am besten funktioniert. Also mit den besten Quoten, was hier so die Sortierung und die Förderbänder angeht. Da sieht man auch wieder Bälle, aber die lassen wir jetzt einfach mal liegen. Die werden dann irgendwann fallen sie schon irgendwas anderes, drückt sie runter und dann liegen die schon da unten. Das ist schon okay so. Hier ist alles gut. Ja, Billardkugeln. Auch hier ist alles gut. Ja, die Billardkugeln sind halt auch rund. Und ja, das ist dann nicht so einfach für die weiterzukommen, wenn man so rund ist. Dann kugelt man ja überall rum. Ah, ich weiß nicht. Ja, wir gucken da einfach weg. Dieses Geländer haben wir nicht gesehen. Hier haben wir ja irgendetwas ausgebaut. Das können wir wieder einsetzen. Und können dann hier auch mal für Sicherheit wieder sorgen. Aber hier oben auf der Etage ist, wie ich schon dachte, wie ich vermutet hatte, wirklich alles soweit in Ordnung.
Gitter hier, das brauchen wir eigentlich nicht, das Geländer. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Holz auch haben. Haben wir, sehr schön. Ja, und so passt das doch schon. Mal sehen, müssen wir denn hier auch unbedingt noch etwas drüber machen, damit man da drüben hinkommt. Na, ich denke, wir lassen das jetzt mal so. Das schwebt mir hier ein bisschen in der Luft. Und die beiden Sortierer, die sind ineinander irgendwie. Das kann ja auch nicht so Sinn der Sache sein, meine ich. Oder irre ich mich da? Sehe ich das jetzt falsch irgendwie? Das ist gar kein Sortierer, das ist ein Sortierer und da hängt überhaupt nichts ineinander. Naja, wir haben das schon gut gemacht. Das ist schon alles in Ordnung. Uns ist kein Fehler passiert hier. Wir haben sehr sorgfältig gearbeitet. Ja, und wir dürfen jetzt hier nochmal ein paar Geländerchen anbringen. So, nochmal der Feinschliff ein wenig. Ja, ich hätte gerne mal hier ein rundes Geländer stehen. So wegen der Optik. Oh, aber so optisch ist das jetzt auch nicht so schön. Das können wir aber schöner hinbekommen. Nee. Und was ist hier für ein Trick? Keine Treppe, kein Geländer an dieser Seite. Muss das sein? Ein Geländer hierhin? Irgendeinen Sinn hat doch... Ach so, das ist nur so ein... Damit wir überblicken, besser überblicken können alles. Deswegen ist hier unten so ein Hochstand. So ein Hochgeländer. So ein Hochsitz, wollte ich sagen, aber... Das passt dann, denke ich, hier nicht ganz. Ich überlege, ob wir hier jetzt Geländer noch anbringen sollen oder wollen. Ja, hier könnte man ja... Na, dann wird dieser Hochsitz, wie ich ihn gerade nennen wollte, nicht mehr sehr viel bringen. Aber hier vorne bringen wir vielleicht doch noch eins an. Oder das eine ist jetzt ein bisschen viel gewesen. Ja, dann nehmen wir lieber hier so ein... Ist das das kleine? Ja. Das ist schon okay so. Und hier vielleicht auch. Da muss ja eigentlich auch keiner hinlaufen da hinten. Das passt schon. Ja, auf der anderen Seite gucken wir noch mal ganz kurz, wo wir schon mal hier oben sind. Weil das Geländer ist eigentlich über hier. Ach, lassen wir es. Sonst kann man wahrscheinlich hier dann runterfallen oder so. Dann sicher ist sicher. Die Baseballs. Wir können wirklich ein Sportgeschäft schon aufmachen. Die Basebälle. Baseballbälle.
Ja, das gefällt mir hier nicht ganz so mit diesem... mit diesem Auffanggitter hier. Vielleicht können wir das doch mal irgendwie anders machen. Oder hängt da unten jetzt irgendwie ein Stromnetz dran? Sieht mir nicht so danach aus. Sieht alles gut aus. Moment mal. Wenn wir hier noch eine Treppe hinbauen, ergibt die überhaupt irgendeinen Sinn? Ein Treppenhaus könnte klappen, ja. Nein, könnte es nicht. Das würde dann ja auch wieder hier in den Förderbandaufzug gehen. Ja, dann machen wir hier oben dicht. Okay, schauen wir, dass wir das hier noch dicht bekommen. So schon mal nicht. Aber damit. Nanu? Wo kam das denn jetzt her? Was? Öl! Da hat irgendwer Öl in unsere... Das verstehe ich nicht. Von wo kommt... Das ist ein Förderbandaufzug. Ja, von unten kommt das irgendwo. Von der Seite, von da. Moment mal. Ach so. Ja, da hat irgendwer wohl ein paar Sachen in die Werkbank getan vor einiger Zeit, seit wir da zum letzten Mal geguckt haben und die Sachen sind jetzt angekommen. Oder es hat sich von irgendeinem Fließband losgeruckelt, das draußen ist. Draußen sind wir ja nicht alle Fließbänder entlang gegangen, weil die ja teilweise auch hoch sind. Ja, wenn sich da mal was losruckelt, es wird ja hier, es läuft ja weiter. Es wird dann ja alles sortiert und wir bekommen das ja raus am Ende. Damit haben wir quasi fertig. Auch von der Zeit her ist es jetzt eigentlich durch hier. Ja, und ich sag mal ganz vorsichtig, wir packen noch in dieser Folge diesen Trichter hier mit Kram voll. Damit wir uns in der nächsten Folge dann komplett auf die Dekoration des Schaufensters konzentrieren können. Also ich denke mal, ja, das ist vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, Dekoration. Also es geht mir vor allem erstmal um die Rüstungsständer. Das ist mir erstmal das größte Anliegen. Mit den Waffen müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch einen externen, die müssen ja jetzt nicht immer hier durchlaufen, dass wir da einen externen Behälter irgendwo aufbauen, der uns die dann also aussortiert. Denn die sind ja jetzt schon hier einmal durchgelaufen, beziehungsweise auch runtergefallen viele, aber wir wollen die Waffen ja behalten. Die 10 mm könnte man eigentlich auch einsortieren hier. Die sollen ja unsere Waffen bekommen. Ach, egal. Bei der Kleidung, da hatten wir noch vom letzten Mal vom Test irgendwie was übrig behalten. Ja, und scheinbar jetzt auch einiges eingesammelt. Die behalten wir auch erstmal bei, aber die Hilfsmittel, die gehen hier rein auf jeden Fall. Die können uns mal... schön sortiert werden wieder. Na, erstaunlich, dass so viele New Colas hier, dass es damit so nicht so einfach ist, das aussortieren zu lassen.
Ja, und hier können wir auch noch mal einmal durchlaufen lassen. Vielleicht ist ja noch ein bisschen Plastik ein wenig. Na, was brauchen wir noch? Na, Brennstoff ist ja und der Munition dann. Also hier nicht unbedingt. Ja, auch die Ladungen hätten wir uns jetzt sparen können. Aber dann haben wir alles drüben einmal komplett wieder zusammen. Und dann haben wir eine bessere Übersicht, wie wir die Sortierer dann in absehbarer Zeit auf jeden Fall wieder auffüllen. Jetzt auf jeden Fall lassen wir erstmal die Maschinen wieder rattern ein wenig. Und die Mods, sollen wir die auch drüben? Könnten wir eigentlich auch da drüben hinschaffen lassen. Die sind ja nicht sehr groß. Die Munition auf jeden Fall. Und das war's dann schon fürs Erste. Was jetzt bei uns so schwer sind, das sind die Waffen. Ja, und für die Waffen, da haben wir doch hier draußen unseren Platz, der auch unser Waffenplatz sein bleiben soll hier. Hier haben wir doch immer die Waffen abgeworfen und aufgesammelt wieder. Ja, das sollte auch ruhig so bleiben. Das heißt, wir stellen hier uns so eine Kiste hin, nur für Waffen. Und ja, wir haben kein Holz. Oh, eine Metallkiste. Passt auch optisch besser zu den Waffen. Ja, ich gehe ans Ende der Liste, dann geht es etwas schneller. Sonst muss ich hier oben immer runterscrollen. Und das dauert dann länger, das auszusortieren. Also wenn man so geht, dann... Ihr wisst schon, was ich meine. Och Gottchen. Dabei fällt mir ein, vielleicht hätten wir die doch nochmal aussortieren lassen sollen. Fällt mir gerade mal so ein. Denn wenn hier jetzt noch so kleine Sachen drin sind, also die 10 mm zum Beispiel, ja, warum habe ich die hier reingetan jetzt? Die sollte doch auf gar keinen Fall hier rein. Also das sollen die Sachen sein, die wir hier immer rausnehmen, wenn wir den Größenbalken wieder etwas verkleinern wollen. Dann können wir die gut auf den Boden werfen und Molotow-Cocktails zum Beispiel gehören nicht zu den guten Sachen und Granaten auch nicht. Springmesser nicht. Und die Zeta-Pistole, die soll auch woanders hin. Ja, aber das war's dann auch schon. Der Rest ist okay. Ja. So, unsere Kiste für Sanctuary Hills. Da packen wir jetzt auch noch ein paar Sachen rein. Nämlich die Gamma-Kanone hatten wir aufgesammelt. Und die Sachen mit Sternen, die tun wir auch erstmal hier rein. Das haben wir schon immer so gemacht. Ich frage mich gerade, ja, im Laufe der Zeit sind wir auch oftmals hier gewesen. Oh, die Zeta-Pistole, wichtig. Sind wir auch oftmals hier gewesen und wollten einfach nur schnell unseren Kram loswerden, dann wird die quasi so zur Müllkiste scheinbar auch oft umfunktioniert. Oder das ist schon so lange drin, dass wir am Anfang zum ersten Mal Gunner Flanellhemd und Jeans gefunden haben und dachten, das muss... Nein, so lange haben wir doch die Kiste noch gar nicht hier stehen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also diese Rüstungsteile hier, die wir irgendwann mal scheinbar hier reingepackt haben, die können wir verkaufen. Die haben hier eigentlich nichts drin verloren. Gunner-Harnisch und sowas alles. Plünderer-Outfit haben wir auch schon gesammelt. Ein Roboter-Brustteil. Ja, okay, das kann rüber. Und Unterhemd und Jeans ist auch gut. Und ansonsten ist alles gut. Ja, so ein paar Sachen eben.
Ja, wie dem auch sei, die Folge wird zu lang, wenn ich das jetzt nicht beende hier. Dann bedanke ich mich also hier für euer Zusehen an dieser Stelle. Und ich sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!